Ihr hört vielleicht das Wassertropfen so ein bisschen oder vielleicht das Rauschen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das wird man dann sehen. Auf jeden Fall habe ich den Auftrag vor 3, 4, 5 Tagen bekommen, die neue Energie hier zu verankern. Und das werde ich jetzt tun in einem Channeling. Und jetzt in dem Moment, wo ich von Channeling spreche, da geht hier schon so ein Feld auf. Ich spüre das richtig. Jetzt will ich mich aber erstmal sicher hinstellen, weil es ist hier alles glitschig, rutschig und wie ich nachher da wieder runterkomme, weiß ich nicht. Am besten, ich lasse mich von den Engeln tragen. Ja, oh Gott. Also es geht insgesamt um die Toröffnungen. Es ist das, was mit einer Toröffnung geschieht, es kommt viel Liebe und viel Licht, meine Lieben. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und dafür, dass es euch damit besser geht, in dieser Toröffnung, mache ich jetzt das Channeling und verankere diese wunderbare neue Energie, die seit gestern auf die Erde gebracht wurde und in mir schwingt. Jetzt stimme ich mich aber erst noch mal kurz ein, damit ich dann auch die Energien gut empfangen kann. Mein allerliebster Mensch, du bist hierher geführt worden, heute, im Hier und Jetzt, um die Energien des Lichtes und der Liebe zu empfangen. So mache dich bereit und vertraue auf die Impulse deiner Seele. Vertraue darauf, dass du genau hier und jetzt richtig bist. Und dass du es bist, der dieses Licht empfangen darf. So atme nun das goldene Licht deiner göttlichen Flamme in dein Herz hinein und dehne dich dabei aus, soweit es geht. Ich selbst hier lasse mein Licht strahlen in diese Höhle mit den unheimlichen Energien, die ich richtig körperlich spüre und welche auch bereit sind, diese Energien zu empfangen. Und wenn du bereit bist, werde ich die geistige Welt rufen, denn durch die Worte, welche von der geistigen Welt gesprochen werden, darf sich diese Energie hier überbringen und verankern. Wie ein Freund stehe ich vor dir. Es ist meine Liebe, welche dich umhüllt und trägt. Und es ist mein Schutz, welcher dich empfängt, denn ich bin es. Ich bin Jesus. Das Licht der Liebe. Und schon kommt diese Energie der Liebe zu dir und sagt, du bist niemals allein. Vertraue darauf, dass überall, da wo du bist, auch ich bin. Dass ich dich schütze und dich trage. Ich bin die pure Liebe. Ich bin die Liebe, welche du nicht auf der Erde findest. Ich bin die Liebe der Wirklichkeit. Und so trage ich die neue Energie zu dir. Sei ganz herzlich willkommen. Sei willkommen im Kreise der größten Liebe, der größten Achtsamkeit,
denn nur hier ist dein Platz. Und so öffne ich dieses Tor, hier an diesem Platz. Und die Energie beginnt jetzt einzuströmen. Mache dich bereit und öffne dich, soweit du es kannst. Es ist Taratastras, welches nun zu dir gebracht wird. Es ist Taratastras, welches hier verankert wird. Es ist die Energie der puren Liebe der Wirklichkeit. Es ist die Energie aus meinem Herzen. Und so wird sie dich begleiten, ausgehend von hier und speziell von diesem Platz, von diesem heiligen Platz, strömt die Energie in das Erdgitternetz hinein. Verbindet die Knotenpunkte und fließt von Gitternetzpunkt, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Umhüllt unsere liebe Erde, umhüllt deinen Planeten, den die geistige Welt so sehr liebt. Und so spüre diese Energie. Es ist noch viel mehr als Erlösung. Es ist Frieden und Vertrauen. Vertrauen in das Licht, Vertrauen in die Liebe, Vertrauen zu Jesus, Vertrauen zu dir selbst. Es ist die pure Liebe, welche hier und jetzt verankert wird. Für dich, mein geliebtes Kind, für die Erde und für das Große und Ganze. Und so spüre, wie die Energie dich umhüllt, wie sie fließt und wie sie immer weiter durch das Gitternetz von Ort zu Ort getragen wird und wie sie auch in dein Herz hineinfließt. Und du spürst vielleicht, dass die Angst vor dem Licht und vor der Liebe keinen Platz mehr in deinem Herzen hat. Und so bin ich bei dir. Und ich kann dir sagen, mein allerliebster Mensch, Ani Ohevet Otrach, ich liebe dich so sehr. An Anasha.